Moin moin Leute, hier ist Janus hier und willkommen zurück zu Let's Play One Piece Treasure Cruise. Ja, ich würde mal sagen, das Licht ist relativ gut, so wie es jetzt gerade ist. Okay, was habe ich so in der letzten Zeit gemacht auf der japanischen Version? Erstmal kriegen wir hier die Transponder-Schnecke an und in der Zeit kann ich nochmal eben ein bisschen was erklären. Was ich in der letzten Zeit gemacht habe, ist eigentlich nur die Brook-Mission ganz oft und da habe ich dann auch, ja, und das ist, warum man das eigentlich nicht machen soll, wenn man volle Recovery hat, aber das ist nicht schlimm, weil das wäre einmal voll Stamina gewesen, aber naja, okay, ja, und was dann passiert ist, als ich Brook gefarmt hat, ist relativ simpel. Ich habe den Secret Boss Ryuma bekommen, der sowieso schon Gold ist vom Anfang an und ein Slasher mit sehr guten Stats ist. Bisschen low an der Attacke, aber für einen Golddrop von einer extra Insel kann man nicht wirklich rummeckern. Also relativ nice Stats. Brook habe ich, immer noch nicht. Ein bisschen schade. Aber kann man ja immer noch bekommen. Und zwar werde ich jetzt mal eben versuchen, mir ein Bild darum zu bauen. Also ein Team darum zu bauen. Oder beziehungsweise ein Team zu machen, womit ich die nächste Stage hier schaffe. Denn für alle, die es noch nicht wissen, das nächste japanische Sugo-Fest ist für, also bei uns, den 30. ab 5 Uhr wieder angesagt. Und da sind 5 neue Charaktere, die noch keiner gesehen hat. Also 5 neue Charaktere ganz neu. Und ich versuche da halt einen Pool zu machen, aber damit muss ich halt erstmal die Stage hier schaffen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ja, was ich im Allgemeinen noch machen könnte, sage ich jetzt mal, um die zu sehen. Ich habe noch eine blaue Elder Turtle. Ich habe schon gedacht, ich muss mal eben gucken, habe ich denn schon ein blaues Team gemacht? Ja. Aber da habe ich auch schon alle guten drin. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal was zu tun. Und zwar habe ich Miss Wednesday auf das Max-Level gebracht. Und die werden wir jetzt erstmal entwickeln. Und zwar habe ich die Ente dafür. Yep. Oh, anscheinend benutze ich die Ente in irgendeinem Team. Warte mal eben. In irgendeinem Team. Oder habt ihr noch eingeloggt? Das würde auch Sinn ergeben. Und mit eingeloggt mache ich natürlich als Favorit da in meiner, in meiner Box drin, sagen wir so. Ja, das ist auch der Fall. Unfavorite. Und dann gehen wir ins Evolutionieren. Denn die zweite Miss Wednesday ist auch schon relativ gut zu gebrauchen. Da kann man schon einige der Bosse machen. Ups. Da kommt schon wieder eine WhatsApp-Message rein. Zum Glück habe ich hier die aber wenigstens benannt und nicht einfach nur die random Zahlen, damit ihr die Telefonnummer seht, was ja schon mal bei ein paar passiert ist. Aber war in dem Sinne nicht wirklich schlimm. So. Okay, okay. Und was auch immer hier passiert ist jetzt. Ja. Wir sind ja jetzt hier bei der letzten Insel. Ich will mal eben gucken, was wir so hier haben und wie wir das schaffen wollen. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, was das letzte hier war. Ich versuche mal, ob wir hier jetzt ein G3 reinbekommen. Versuchen wir den Stronghold Frankie. Mit... Ich habe zwar kein Stärketeam hier. Müssen wir halt auf den meisten Damage Output gucken. Gucken wir mal, das soll eine Folge sein, wo wir so ein bisschen planen, wie wir weiterkommen in der Geschichte. Deshalb habe ich da auch kein Problem mit, dass es ein bisschen länger dauert. Aber wir haben echt nur, sagen wir, nicht so tolle rote Charaktere. Um nicht zu sagen, scheiß Charaktere in Rot. Aber mal gucken, vielleicht kann ich da nochmal den Stasher und
den Slasher. Ich habe halt keinen Slasher. Niemanden, der Slasher Plus gibt. Also ich kann mir schon mal ein relatives Slasher-Team zusammenstellen. Also ich meine, das wäre jetzt schon ein volles Slasher-Team. Aber da fehlt mir halt noch ein Captain, der dann eine Slasher Multiplikator drin hat. Ich denke mal, wir gehen da mit dem Team rein. Wenn ich ganz ehrlich bin. Mit dem Dex-Team und wir versuchen das mal. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal versucht habe, aber ich habe hier gerade einen 43er plus 42 Zorro. Und damit sollte das eigentlich relativ gut gehen. Ich habe hier auf der rechten Seite, wahrscheinlich müsste ich das mal eben schließen, dann geht es hier auch ein bisschen, ja, dann wird es auch ein bisschen normaler, die Helligkeit. Also hier hatte ich eben noch auf dem zweiten Bildschirm die Brook Extra, also die Brook Extra Insel. Und habe da halt nochmal drauf geguckt, ja, wie die Drop-Chance ist für Brook. Und nach ein bisschen Farm heute sollte ich den eigentlich auch noch bekommen. Ich hatte nur anscheinend bisher echt nur wenig Glück. Und mal gucken. Ah, das sieht relativ gut aus. Ich, wie gesagt, vielleicht schaffen wir jetzt das. Und das ist, glaube ich, sogar die letzte Stage. Das heißt, ich kriege hier 5 Rainbow Gems und kann dann ja bei einer. Ja, beim Sugofest entziehen. Und ich habe da auch eine lustige Geschichte zu. Und zwar. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Hab ich als erstes den Bericht dazu gesehen. Auf der, also japanischen Facebook-Seite. Und ich habe immer ein Wort nicht verstanden. Also das habe ich nochmal 1000 Mal durch einen Übersetzer gejagt. Und das war einfach am Ende denn, ja, revolutionär. Also es sei ein revolutionäres Sugofest. Also revolutionary. Okay, da sind zwar nur 5 Charaktere drin. Da müssen die 5 Charaktere aber sehr, sehr stark sein. Um das Fest, ja, revolutionär zu nennen, um das eine Revolution von One Piece Treasure Cruise zu nennen. Aber okay, ich bin gespannt und deshalb würde ich auch einfach nur die Gems für das Sugo, also für den für die Sugo Festpuls, da ich hier ja nichts draufladen kann, das ist es ja. Da ich hier nichts draufladen kann für die Gems, weil ich ja keinen japanischen, ja, Store-Account habe, sagen wir so. Sehr nice. Eigentlich läuft das relativ nice hier. Also, ich sag das zwar bestimmt immer und dann verkacken wir hier wieder bei der letzten Stage oder sowas. Aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, ist das hier Smoker vielleicht? Oder kann das sein, dass dieses hier die Vorstage hatte mit den ganz vielen Mister-Charakteren? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt irgendeinen, ja, einen Slasher-Multiplikator à la Arlong, Mihawk oder sowas. Also da muss ich echt nachgucken, wie ich den hier jetzt am besten bekomme. Einer, der den Slasher einen Bonus gibt. Am besten natürlich von irgendwie, ja, 1,5 bis 2 oder 2,5. 2,5 wäre dann natürlich Mihawk, aber ich bezweifle immer noch, dass ich da so leicht dran komme. Ich denke auch, da muss ich hier auf die, ja, den Raid-Boss-Tag warten, wenn er wieder rauskommt. Ich weiß, dass der letztens erst war, aber da hatte ich halt meine Vivi noch nicht. Und die Vivi, die werde ich mich jetzt auch relativ konzentrieren. Hier auch, um die hochzubekommen, beziehungsweise die dann zu, ja, zu Ende zu leveln. Weil das halt ziemlich wichtig ist und von da aus, wenn ich den Mihawk habe, kann ich damit den Slasher-Team durch und wenn ich das Slasher-Team habe, kann ich auch die meisten Raid-Bosse hier machen und dann, ja, so ist es einfach so eine Kette, die man dann machen kann. Ich hoffe, wir kriegen hier mal ein bisschen Recovery. Nope, natürlich nicht. Wir benutzen mal die Zorro-Fähigkeit, die vom 2er-Zorro. Ja, das hat ganz okay Schaden gemacht. Ja. Habe jetzt sonst noch irgendwas zu reden? Ja, das Sugofest ist halt wirklich das Größte, was hier neu angekündigt wurde. Auf der chinesischen Version, beziehungsweise japanische Version. Nicht die chinesische.
Ja, das ist wirklich so das Größte, worauf ich mich auch relativ freue, weil, ja, selbst wenn man nur einen Pull hat, kann man immer noch was Gutes ziehen. So ist das ja bei den Sugo-Fests. Du kannst mit einem Pull genauso oder besser ziehen als manche mit, keine Ahnung, 10, 15 Pulls. Das ist einfach nur alles mit Glück. Ja, mit Glück manipulierbar, wollte ich schon sagen. Einfach mit Glück machbar. Das, was du halt wirklich... Das kannst du nicht koordinieren, sagen wir so. Das hat alles was mit Glück zu tun. Und das ist auch einfach irgendwie das Geniale und das Schlimmste an One Piece Treasure Cruise, dass du einfach den Glückfaktor hast und aber auch den Pechfaktor, wenn du halt wirklich kein Glück hast bei den ja, bei den Sugo-Fests beziehungsweise bei den Rare Recruits. Wenn du da wirklich mega verkackst. Das ist auch einfach das Lustige. Wenn jetzt jeder ein Rayleigh bei dem Rayleigh sogar festgezogen hätte, wäre das auch nicht lustig gewesen. Denn hätten sich zwar alle gefreut, aber das wäre definitiv nichts mehr Besonderes gewesen. Okay, fast. Haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Recovery gehabt. Das war relativ gut. Mal gucken, wie das hier ist. Ich habe ja schon die Soundeffekte ausgeschlagen, aber dadurch, dass das am PC angeschlossen ist, ist das dann immer wieder eine relativ andere Sache mit dem Perfekt-Treffen und so. Okay, das überleben wir noch. Aber das nicht. Deshalb werde ich jetzt mal eben die... also muss ich die Usopp-Fähigkeit benutzen. Ja, also wir überziehen wieder ein bisschen mit dem Part. Ist hoffentlich nicht schlimm. Auf den 20-Minuten-Part in Global sind, haben auch die meisten positiv reagiert. Hatte da keine großen negativen Rückschläge da irgendwie. Ich hätte jetzt aber gerne mal das Stück. Und dann stormen wir hier noch ein bisschen, weil ich nochmal ein paar Recovery-Coin haben will, genau. So. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir mit Glück noch eine bekommen. Nope, okay. Dann werden wir den jetzt finishen. Den Typen. Zack. Und dann haben wir aber ein okay, eine relativ okay, ja, geheilt. Jetzt nicht wirklich eine beachtliche Menge, aber relativ okay. Room. Ja. Einmal bitte ein paar Recovery. Dankeschön. Eindeutig noch ein bisschen Leben gewonnen. Und mal gucken, wie sich das denn im Endeffekt auszahlt, das ganze Leben, und wie viel Schaden Smoker am Ende zu uns zufügt. Mit einer Attacke. Ich brauche ein Stärketeam und ich habe genau 4 Stärkecharaktere. Wie bekomme ich jetzt Stärkecharaktere? Mal gucken. ja, ich will definitiv hier raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich brauche Stärke-Charaktere, ist wahrscheinlich die Moral von der Geschichte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Arlong jetzt auf der Extra-Insel hier ein Stärketyp ist. Wenn ja, ich mache dir einfach noch ein paar Mal die Insel, die Arlong-Insel, weil Brook kann ich jetzt auch gebrauchen. Aber wenn Arlong stärker, ich gucke mir das gleich nochmal eben an im Browser. Also, bis dann, Leute. Ich hoffe, euch hat die Episode trotzdem gefallen, obwohl das jetzt ein bisschen Fail Ende genommen hat. Aber die Lektion ist wahrscheinlich einfach nur, dass wir Stärketypen brauchen. Ja, da hatten wir noch nicht wirklich bisher Glück. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode von One Piece Treasure Cruise. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.